Hallo meine Lieben, ich bin Vanessa. Ich bin heute bei der Naunin-Ritze. Hier findet nämlich jetzt das Casting für unsere Online-Serie Wenn du dich traust statt. Gehen wir mal gucken, ob schon jemand da ist. Was sagt die Mama dazu, dass die Tochter Schauspielerin werden will? Mal ganz kurz, kannst du mir auch noch zwei, drei Fragen beantworten? Das ist Vanessa, unsere Redakteurin. Hallo Philipp. Also wir haben ungefähr 30 Jugendliche eingeladen, die kommen werden jetzt im Laufe des Nachmittags bis 20 Uhr und wir werden sie eine Szene spielen lassen, Hayal und Alex aus unserer Serie. Ich habe schon jetzt das öfteren mal gemacht, aber ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Wollt ihr nebenan? Nein. Meiner Mutter hätte ich schon mitspielen. Wieso tanzt du eigentlich immer auf dem Dach? Ich meine, ist total gut. So, du bist jetzt ja auch zum Casting erschienen. Ja. Wie hast du denn davon erfahren eigentlich? Durch meine Schwester. Also ich bin Ja, ich finde, sie passt perfekt in die Rolle. Und ich wünsche es natürlich für sie, dass sie es schafft. Und ich drücke ihr alle Daumen. Und ja, ich glaube an sie. Ich glaube mir, anstatt dass ich mit ihr zum 100. Mal dieses Musical mir angucken möchte, würde ich 10 Mal lieber mit ihr auf dem Dach abhängen. Nach welchen Kriterien sucht ihr so aus? Ganz klar nach Sympathie-Kriterien. Also wir suchen einmal eine 15- bis 17-jährige türkische Hayal, die wird unsere Bloggerin sein in unserer Serie, und Alex, ein Tänzer, unseren Hauptdarsteller. Also der Junge muss auf jeden Fall super gut tanzen können. Der muss auf jeden Fall super gut tanzen können. Das ist unmittelbar, weißt du, 3 Minuten sind vergangen. Sie haben ein bisschen gelacht. Aha, ist es eigentlich jetzt wieder okay? Du hast es ihm jetzt abgenommen. Irgendwie scheint da was dran zu sein. Du bist jetzt ein bisschen weniger abweisend. Okay. Mir scheint, es dein Casting vorbei. Ja. Und wie war's? Ich hoffe gut. Ja? Hast du dich gut gefühlt? Ja, zum Schluss schon. Was haben die Mädels zu dir gesagt? Wie fanden die dich? Haben sie jetzt so direkt nicht gesagt, sondern ich bin froh, dass ich da war, und melden sich dann. Man ist ja immer ein bisschen aufgeregt am Anfang, so, aber die hat sich nach dem ersten Durchgang gelegt. Ich bin Hanna, ich bin 21 Jahre alt, komme ursprünglich aus Heidelberg. Ich studiere jetzt in Berlin. Hey, Hayal, warte. Hayal, bitte. Da, Hayal. Schatz, was machst du da mit dem Schaf? Ach komm, das ist doch jetzt nicht wichtig. Ach komm, sag mir doch, was ist denn mit dem Schaf? Ach, halt's Maul, du Sau. Schatz, es ist kein Schwein, es ist ein Schaf. Wer hat denn dich gefragt? Also, mein Name ist Luda, ich bin 14 Jahre alt, gehe aufs Walter-Rathenau-Gymnasium. Na, ach, wer weiß, jetzt wo Emily nicht mehr da ist, die brauchen doch dringend jemanden. Danke. Wo du doch lieber den ganzen Tag sowas hören würdest. Ja, eindeutig. Wäre auch eindeutig besser für dein grünes Faktor. Ich dir noch 2 Fragen stellen. Klar. Wie fandst du denn das Casting jetzt? Ja, es war süß. Also ich fand es richtig gut. Weil unter normalen Klassen ist es halt sehr trocken. Dann kommt die halt, ja, also stell dich jetzt mal hin. Wer bist du? Was machst du? Jetzt spiel deine Szene und raus next. Es war halt schön, mal so ein bisschen Gespräche zu führen. Bei wie vielen Castings warst du denn schon? Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Hast du ein gutes Gefühl? Hast du überzeugt? Was meinst du? Ich habe mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Gedanken über die Rolle gemacht und denke, dass ich mich da auch sehr reingefunden habe. Und ja, denke ich schon. Und Mädels, was sagt ihr? Wie ist die Ausbeute vom heutigen Tag bis jetzt? Super, auf jeden Fall sind ziemlich viele coole Mädels dabei und auch viele interessante Jungs. Habt ihr schon Favoriten? Ja. Sagt ihr uns die? Nein. Aber es kommen auch nochmal ganz viele. Alles klar. Na gut, dann bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Und wir sehen uns bald wieder zum nächsten Backstage Report. Super. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Emma, krass, du hörst ja voll. Sag mal Tschüss.
Emma kriegt eine extra Rolle in unserer Serie. Ja.